Es ist eine wichtige Entscheidung im Leben vieler junger Menschen und genau deshalb sollte sie auch im Vorfeld gut überlegt sein. An welcher Hochschule möchte ich studieren? Welches Fach möchte ich studieren? Welches Studiensystem ist eigentlich für mich am besten geeignet und was bieten mir eigentlich die Hochschulen in meiner Region? Da ist es gut, wenn man die Chance bekommt, Vergleiche zu ziehen und Vor- und Nachteile abzuwägen. Genau diese Möglichkeit bot am 24. Januar zum 6. Mal der Hochschultag der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen. Mit der Fernuniversität in Hagen, vorgestellt durch Prorektor Professor Dr. Rainer Olbrich, der privaten Business and Information Technology School Iserlohn und der Fachhochschule Südwestfalen, stellten sich drei starke und auf völlig unterschiedliche Zielgruppen ausgerichtete Hochschulen aus der Region vor. Welche Zielgruppe die Fernuniversität in Hagen besonders angesprochen hat, erklärte Doris Janssen, Mitarbeiterin im Studierendensekretariat. Also ich denke, es ist gerade für die jungen Leute interessant, die sich noch nicht für eine Ausbildung entscheiden können oder die eine Ausbildung machen wollen und parallel ein Studium machen. Viele, die tatsächlich erstmal eine Grundlage schaffen wollen. Ich hatte einen Interessenten, der arbeitet als Magier und der möchte gerne Coach werden. Und dem habe ich dann erstmal Bildungswissenschaften empfohlen und erstmal eine Grundlage, weil er wusste überhaupt nicht, was er dafür eine Ausbildung machen sollte. Ne? Also ich denke, das ist eben für junge Leute auch attraktiv, zumal die Ungebundenheit, ja, dass sie eben auch von überall studieren können. Und flexibel sind und vor allen Dingen viel mit dem Internet machen können. Das ist ja gerade für junge Leute, denke ich, auch sehr interessant. Ne? Und genau diese Flexibilität möchte sich auch die 19-jährige Abiturientin Viktoria Ferret bewahren. Aus gutem Grund hat sie sich deshalb beim Hochschultag am Stand der Fernuni informiert. Weil ich im Moment eher überlege, eine Ausbildung zu machen, trotzdem aber gerne halt eine gute Karrierechance wahrnehmen möchte und deshalb mich auch für ein Studium interessiere. Bereits einen Schritt weiter in seiner beruflichen Planung ist André Krestani. Der 25-Jährige hat bereits einen Job und möchte seine Karriere mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium ankurbeln. Deshalb freut er sich, dass die Fernuni ihm eine Option bietet, die genau auf seine Lebenssituation zugeschnitten ist. Ich interessiere mich für das Fernstudium an der Fernuniversität in Hagen, weil ich meinen vorherigen Studiengang leider nicht erfolgreich abgeschlossen habe und jetzt in der aktuellen Situation bin, dass ich meinen Studienabschluss nachholen möchte, um beruflich weiterzukommen und deswegen die Fernuniversität für mich die entscheidenden Kriterien da bietet. Und wie genau funktioniert ein Studium an der Fernuni in Hagen? Nachdem Professor Olbrich die Fernuni zu Beginn des Hochschultages im Porträt vorgestellt hatte, standen für weitere Fragen während der gesamten Veranstaltung Svenja Gummersbach, Leiterin des Regionalzentrums Hagen, und Doris Janssen zur Verfügung. Neben persönlicher Beratung gab es am Fernuni-Stand natürlich auch Infomaterial zu allen Studiengängen. Doris Janssen erzählt abschließend, wofür sich die Besucherinnen und Besucher besonders interessierten. Also überwiegend nachgefragt wurden nach wie vor Kultur- und Sozialwissenschaften, also Bildungswissenschaften sehr stark und Wirtschaftswissenschaft. Das sind eigentlich immer die Renner. Ja, es waren natürlich viele junge Leute hier, die nach dem Abitur studieren möchten und häufig fragen, so allgemein, wie das Fernstudium funktioniert, ob man tatsächlich auch noch was nach Hause geschickt bekommt, weil die meisten gehen davon aus, das ist nur ein Online-Studium und dann auch schon so ein bisschen fachspezifische Fragen.